Wo ist das gewesen? Das war im Hotel, da waren wir auf der Love Parade gewesen, in Berlin. Die wählen sich hier so. Aber weil ich die so auf die Schnelle in den Jütesack reingestopft habe. Geht das so? Hätte ich die vorher mal laminiert, wäre besser gewesen. Das heißt? So wie die Bilder da hinter dir. Von Ach so, Anhänger. Ja, ja. Ach, meine sind auch schon wirklich. Wenn man die hier so hinsetzt, glaube ich. Ja. Das ist meine, die hat schon eben schon drüben. Ja. Oh, die ist aber ganz schön weich. Oh, wie geil. Verena. Ja. Ist egal. So schlimm für dich? Ja. Küsse schon voll nass. Das ist so geil. Da liegt die mir. Warum küsst du mich schon voll nass? Ja, guck doch mal. Oh Mann, was soll man denn zu denen noch sagen? Ich kann nichts dafür. Nein, das ist doch nicht schlimm. Muss schon, ist doch alles okay. Ja. Ja. Ja, mach ich doch. Ja. Das ist nicht mehr mit Auszeit. Bis morgen, okay? Und hör auf zu weinen. Ja. Kevin, küsst euch mal. Ja, morgen. Hey. Ich sehe morgen aus, wie ich aussehe. Ey, meine Augen sehen jetzt schon aus. Ich will nicht schlafen, das weiß ich jetzt schon. Du musst aber schlafen. Das bringt doch halt nichts. Und die Tatsache ändert es auch nicht mehr. Da bist du morgen noch mehr am Arsch. Da bist du immer mehr am Arsch. Das bringt doch auch nichts. Ich krieg keine Luft mehr, ey. Das ist total zu. Ja, was soll ich machen, dass ich mich nicht gerade beachte? Und ist gerade für mich leicht. Was ist das?
dass sie mich gerade nicht beachtet. Es fühlt mich auch nicht gerade leicht. Ja, aber guck mal, du musst auch die Caro verstehen. Die hat auch jetzt gerade im Moment auch genug andere Sachen im Kopf. Der Platz, ey, pass der auf, Schädel. Ich erwarte nicht, dass sie zu mir kommt oder so, gar nicht. Aber sie guckt mich nicht mal an, verstehst du? Ey, warum, guck mal, warum soll die Caro denn böse auf dich sein? Jetzt sag mal, jetzt mal wirklich, du kennst die Caro jetzt seit 5 Wochen. Und du müsstest du doch mittlerweile so weit einschätzen können, dass die Caro weiß. Ach, Kevin. Was, ach, Kevin? Tanias Mutti hat sie auch nominiert und sie hat Tanja auch gesprochen und hat sie gedrückt, weißt du? Ja, richtig. Und sie wird dich auch dann drücken. Aber du bist, gehst ja auch selber weg. Du gehst ja auch. Na? Okay, ich brauch's mir nicht schön zu reden. Ne, du redest dir selber jetzt nur was ein. Was ist das jetzt? Bei Kosmetikgegenstände. Also ich habe schon gesagt, aber ich schreibe das nochmal auf. Also der Alex hat Haargel plus Rasierer. Wimperntusche und meine Haarmilch. Easy. Mhm. Ich schreibe einfach nur W und H, dann weiß ich das. W. So wie ich immer. Plus was noch? H? Einfach nur H, dann weiß ich H, dass es dieses Haarzeug davon DAF ist. Mhm, genau. Kevin! Kevin hat Rasierer und Nivea, glaube ich. Ich nehme meiner Mutter das überhaupt nicht für übel. Ja. Wenn das ihre Meinung ist, ist es okay. Aber ich würde einfach die Begründung noch mal gerne wissen. Ja, da musst du nachfragen. Die fliegt dir hier nicht zu. Da musst du auch deine Sprechzimmer gehen und sagen, du würdest gerne mal die Begründung von deiner Mutter hören oder sie sollen sie dir sagen. Das musst du aber dann auch machen, wenn dich das wirklich so ja, beschäftigt. Ich krieg keine Luft, ich hab voll Druck auf die Ohren, ey. Ist doch klar, von dem ganzen. Muss noch deiner rein? Ja. Ist Alex noch drin? Nee, ist schon raus.